Thank you. Und so erzählt er bei jedem Kaffeestopp aufs Neue, was ihn herführt. Die Suche nach einer schlüssigen Erklärung. Eine Erklärung für all die unheimlichen Bilder, die sich in seinem Kopf drehen. Nach 3 Tagen Busfahrt erreicht die Gruppe den ersten Ort, der für ihn Antworten bringen soll. Ein Eisenbahnmuseum mit alten Dampflokomotiven. Die viereckige Lampe, ja. Das da und der Kuhfänger. Der Kuhfänger, ja. Und ich habe da gewartet neben dem Bahnübergang und ich höre immer noch dieses Stampfen hier mit den Schubstangen. Der Feuerraum, der ist da auf der rechten Seite. Vage Traumbilder erhalten Form und Gestalt in der Wirklichkeit. Genau diese Fassade, genau diese Holzbretter, genau diese Bauart kennt er aus seinen Träumen. Immer mehr Eindrücke wirken auf Hans Fickler. Die Bilder der Wirklichkeit mischen sich mit den Erinnerungen aus den Träumen. Der 78-Jährige versucht zu fassen, zu verarbeiten. Wissen Sie, das geht so weit. Ich bin heute Morgen, das kann ich Ihnen sagen, um 4 Uhr wach. Ich habe geheult wie ein Hund. Ja, das kann ich jetzt. Das ist irgendwie verrückt. Also, das ist. Es geht bis an die Nerven. Sind Leute wie Hans Fickler ausgefallene Spinner? Einzelne Verwirrte? Falls nicht, wie können Bilder aus der Vergangenheit eines anderen Kontinents plötzlich in jemandes Träumen auftauchen? Es gibt einen ganz modernen Ansatz, der sagt, dass unser Gehirn gewissermaßen ständig sozusagen auf noch eine zusätzlich andere Art, als wir bisher glauben, mit unserer ganzen Umgebung verbunden ist. Also die Verbindung ist allerdings nicht so eine einfache Verbindung. Man nennt es eine Verschränkungskorrelation. Und da gibt es tatsächlich eine Möglichkeit, solche Dinge wie Hellsehen oder ähnliche Geschichten in diesem Modell zu erklären. Und ich nehme jetzt einfach mal an, dass bei diesen Nahtoderfahrungen diese Verschränkungskorrelationen eine besondere Rolle spielen. Der Fall von Emma Otero. Die Mutter hat gerade ihr 3. Kind geboren. Eine Bilderbuchgeburt. Doch innerhalb Kürze verstärken sich die Nachblutungen. Sie verliert viel Blut und stirbt fast. Während einer wunderschönen Nahtoderfahrung läuft eine Art Lebensfilm ab. Darin integriert auch unbekannte Bilder, von denen sie ganz klar weiß, dass diese zu ihrem Leben gehören werden. In Zukunft. Auch gewisse Worte, die mir damals erschienen, habe ich im Laufe des Lebens wieder angetroffen. Ich wusste, das habe ich damals gesehen. Ein Bild im Lebensfilm hebt sich klar von den anderen ab. Es brennt sich in Emma Oteros Gedächtnis. Ein Bild besetzt mit Angst und Schrecken. Das Bild eines jungen Menschen. Den man nach einer Gewalttat lange nicht findet. Ich sehe eine Person, die halbnackt am Boden liegt. Auf Zeitungen, neben einem Gestell. Und man findet sie lange nicht. Dass man sie lange nicht findet, hat mich extrem beängstigt. Diese Schreckensvision nimmt Emma Otero mit, als sie ins Familienleben zurückkehrt. Sie widmet sich ihren 3 kleinen Kindern. Die knapp 30-jährige Frau versucht, im Alltag wieder Fuß zu fassen. Doch dieses Bild lässt Emma Otero nicht los. Es bleibt stets präsent, verblasst nie. Angst und Panik beherrschen die Mutter immer wieder, jahrelang. Überschatten das Familienleben die Ehe mit ihrem Mann José. Als ihre 3 Kinder älter werden, in die Pubertät kommen und abends ausgehen, wird die Situation unerträglich.
Sobald sie 10 Minuten draußen. Sie waren kaum 10 Minuten weg, da hatte ich schon Angst. Was ist passiert? Was kommt? Was ist los? Sie hatten Handys. Ich habe probiert, sie anzurufen. SMS geschickt. Ich rief Bekannte an, wo sie hätten sein müssen. Manchmal schickte ich meinen Mann los. Es ging nicht darum, was sie sagte. Es ging um ihren emotionalen Zustand, in dem sie sich befand. Das war das Hauptding. Es war diese große Verängstigung, schrecklich. Ich erinnere mich nicht mehr wirklich an das, was sie sagte. Sie versuchte zum Beispiel, die Bundespolizei zu organisieren und so weiter, nur um ein Kind zu finden, das einfach mit Freunden weg war. Das Bild kam hoch, sobald etwas nicht in Ordnung war. Zumindest für meine Begriffe nicht in Ordnung. Es war da, es war real. Das ist real. Emma Otero versucht mit allen Mitteln gegen diese Horrorvision anzukämpfen. Keine Therapie hilft. Die Angst sitzt. Seit dem Nahtoderlebnis, das sich nach der Geburt ihrer Tochter Janine ereignete. Bis zum Tag der Wahrheit. Janine will in die Ferien fahren. Ihre Mutter soll sie und einen Kollegen zum Flughafen bringen. Doch eine Stunde vor dem ausgemachten Termin ihrer Abreise ruft mich ihr Reisegefährte an, den ich überhaupt nicht kannte. Und sagt, er wollte wissen, was los sei. Janine würde seit dem Vortag nicht ans Telefon gehen. Und das sei nicht normal, weil sie doch zusammen in die Ferien fahren wollten. Das fand ich auch. Das ist jetzt wirklich nicht normal. Dann haben wir es nicht vor ihrer Wohnung getroffen. Wir trafen uns vor ihrer Wohnung. Sie machte nicht auf. Wir haben geklingelt. Sie ging nicht ans Telefon, nichts. Zuerst gingen wir zur Hausmeisterin. Die erkannte, dass der Schlüssel von innen steckte. Man konnte nicht öffnen. Es dauerte eine Ewigkeit. Wir saßen vor dieser Tür, die der Schlüsselservice schließlich öffnen konnte. Das Zimmer aufgemacht. Und dann ist es genau so gewesen. Und dann war es genau so, wie ich es gesehen hatte. Sie lag da, am Boden, auf Zeitungen. Es war ein Riesendurcheinander in der Wohnung. Vermutlich war sie dabei gewesen, sich anzuziehen, um wegzugehen. Dabei hatte sie vor einem Holzgestell gestanden, das ihr Studio unterteilte. Eigentlich genau das Bild, das ich in meinem Hirn trug, 20 Jahre lang. Janine schwebt bereits zwischen Leben und Tod. Sie hat eine Hirnblutung. Schuld ist eine angeborene Missbildung. Nach 2 Wochen im Koma zeigt Emma Oteros Tochter keine Schmerzreaktionen mehr. Die Familie entscheidet, die Maschinen auszuschalten. Nach 1,5 Stunden konnte sie dann gehen. Ihre große Angst verschwand am Tag, als sich das Bild einlöste, ihre Schreckensvision real wurde. So paradox es klingt, Emma Otero musste ihre Tochter verlieren, um die eigene Freiheit zu gewinnen. Heute, 3 Jahre später, geht es ihr besser denn je. Was mir extrem half, ist das Wissen, dass der Tod nicht bedeutet, es ist definitiv aus. Die Katastrophe. Ich wusste immer, dass sie da aufgehoben ist, in dieser anderen Dimension. Ich habe das Gefühl, sie sei ganz. Und vor allem, dass sie ihren Humor behalten hat. Das Gefühl, dass sie ihren Humor behalten hat.
Das Schicksal ist unausweichlich. Daran ändern Zukunftsvisionen und Wahrträume nichts. Das eigene Leben muss durchlebt werden. Davon ist Emma Otero heute überzeugt. Es ist ein ganz typischer Fall und deswegen glaube ich auch, dass der absolut authentisch ist und diese Frau das nicht erfunden hat und auch sich nicht eingebildet hat. Es ist genau die Funktion von solchen Wahrträumen. Die haben nicht die Funktion, die Zukunft zuverlässig vorauszusagen. Das geht gar nicht, das weiß man heute. Zweitens haben sie nicht die Funktion, die Zukunft zu ändern. Das kann man nicht, das wäre eine Paradoxie. Sondern sie haben eigentlich die Funktion, den Menschen zu schützen, nämlich vor einem Schock, vor einer Traumatisierung. Zurück in Amerika, wo Hans Fickler auf Spuren seines früheren Ichs wandelt und Beweise für seine Träume sucht. Er ist inzwischen in Plattsmouth angekommen, einem kleinen Städtchen in Nebraska. Durch diese Straßen glaubt er schon einmal gegangen zu sein. Vor 150 Jahren. Er trifft Siegfried und Gerd Dirick, zwei Deutsche aus der Gegend, die ihn gerne unterstützen. Die drei steuern das örtliche Gericht an, woran er sich möglicherweise erinnern kann. Das ist ein ganz alter Boden. Ja, das ist ein ganz altes Gebäude, ne? Ja. Das Holz ist nämlich ein bisschen dunkel geworden in der langen Zeit. Hans Fickler hat sein Kommen schriftlich angemeldet und die Gerichtssekretärin konnte tatsächlich interessante Protokolle im Archiv ausfindig machen. Ein Fickler saß hier vor 140 Jahren einige Male auf der Anklagebank.